Ich wurde einmal in einem Interview gefragt, Marcel, was treibt dich an? Was willst du den Menschen geben? Und ich habe darüber nachgedacht, weil ich habe nicht gleich die passende Antwort auf Lager gehabt. So viele Menschen, die sind in einer begrenzten Vorstellung von Leben gefangen. Wenn wir aufwachsen, dann beginnt es schon. Wenn wir noch ganz klein sind, wird uns oft gesagt, tu dies nicht, das darfst du nicht, das macht man nicht. Du sollst nirgendwo anecken, tue, was man dir sagt. Und all das formt die Grenzen, in denen wir uns dann ein ganzes Leben lang zu bewegen haben. In der Schule lernen wir, dass Fehler machen schlecht ist, dass Fehler machen Versagen oder Misserfolg bedeutet, weil Fehler werden mit schlechten Noten bestraft. Und das ist ein so weitreichender Irrtum, den Menschen erliegen. Und dieser Irrtum, der hat so weitreichende Auswirkungen im Leben eines jeden einzelnen Menschen und hält die Menschen klein. Die Ansichten der Kirche, die Religion, die Gesellschaft, die vorgefertigte Meinung der Medien, der Einfluss, der Werbung, alles drückt seinen Stempel, seinen Abdruck in unseren Verstand. Lerne fleißig in der Schule, mach, was man dir sagt, benimm dich, fall nicht auf, lehn dich nicht zu weit aus dem Fenster, finde einen sicheren Job, mach, was dein Chef dir sagt, spare Geld für später. So wird unser Verstand regelrecht programmiert mit den Meinungen und Überzeugungen anderer Menschen, mit den Regeln von Gesellschaft, von Regierung, von Kirche. Und so viele Menschen nehmen ihr Leben als gegeben hin. Auch dann, wenn es nicht schön ist, wenn es nicht befriedigend ist. Und so wurde das, was du heute über dich denkst, von anderen Menschen, meist den Eltern, Großeltern und anderen wichtigen Menschen, in deinen Verstand gepflanzt. Und die Summe all dieser Gedanken, die du über dich selbst hast, die ergeben dein Selbstbild, also das, was du von dir denkst in der Gesamtheit. Und dein Selbstbild haben andere Menschen für dich festgelegt, nicht du selber. Und jetzt ist dein Selbstbild ist nun deine Grenze, deine Limitierungen, in denen du dich selbst gefangen hältst. Und wenn du überzeugt bist, ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du überzeugt bist, dass du ein guter Autofahrer bist, dann wirst du sicher durch den Verkehr fahren. Aber wenn du überzeugt bist, dass du kein guter Autofahrer bist, dann wirst du in einem großen Kreisverkehr, in einer großen Stadt, immer mit einem mulmigen Gefühl in den Kreisverkehr reinfahren. Nur wegen dem Glauben, dass du kein guter Autofahrer bist. Wenn du überzeugt bist, dass du einer Aufgabe nicht gewachsen bist, dann wirst du dich nicht an diese Aufgabe heranwagen. Und wenn du denkst, Sprachen lernen liegt mir nicht, dann wirst du definitiv Schwierigkeiten haben, eine neue Sprache zu lernen. Wenn du denkst, dass Geld verdienen schwer ist, wird es für dich immer schwer erscheinen, Geld zu verdienen, und du wirst meist mehr Rechnung haben als Geld. Du verhältst dich selbst immer in Übereinstimmung mit dem, was du von dir selbst glaubst. Immer. Und das, was du von dir selbst glaubst, haben andere Menschen für dich festgelegt. Deine Gedanken über dich selbst, die bestimmen dein Verhalten, und dein Verhalten wiederum bestimmt, was du im Leben auf die Reihe bekommst und was nicht. Menschen, die ahnen überhaupt nicht, welch riesigen Einfluss sie auf ihr eigenes Leben haben könnten, wenn sie nur wollten. Unbewusst erschafft sich ja jeder Mensch sein Leben selbst, auch du und ich auch. Und zwar mit den Gedanken, die du vorwiegend denkst, mit den Gedanken auf das, worauf du deinen vorwiegenden Fokus richtest, deinen gedanklichen Fokus. Aber da das Erschaffen des eigenen Lebens ein noch sehr unbekannter und allermeist unbewusster Prozess ist, erscheint das Leben den meisten Menschen zufällig. Und weil es zufällig erscheint, denken Menschen, dass sie keinen Einfluss auf ihr eigenes Leben haben. Aber das ist nicht so. Jeder Mensch hat Einfluss auf sein Leben. Weder Staat noch Gesellschaft noch Religion und auch nicht die meisten Unternehmen sind daran interessiert, dass du dein Leben selbstbestimmt in deine eigenen Hände nimmst. Nein, selbstbestimmte Menschen sind unbequem, weil sie Fragen stellen. Selbstbestimmte Menschen stellen den Status quo immer wieder in Frage. Und selbstbestimmte Menschen sind nicht ganz so einfach zu führen. Also die Gesellschaft, der Staat, die Kirche, die meisten Firmen, die wollen brave Schäfchen, die nicht zu viel selbstständig denken, die keine unbequemen Fragen stellen, die einfach im großen Getriebe der kapitalen Gesellschaft funktionieren.
Unsere Gesellschaft ist nicht dazu da, dir zu zeigen, wie du dein Leben selbst formen kannst. Nein, in unserer Gesellschaft oder der Staat, niemand wird dich an die Hand nehmen und dir erzählen, wie du deinen Verstand gebrauchen kannst, um dir dein Leben zu erschaffen. Ein Leben, in dem du wirklich leben willst. Ein Leben, das dich erfüllt, das dich einfach glücklich macht. Aber das kannst du. Das kann theoretisch jeder Mensch. Nur haben die Menschen keine funktionierende Anleitung dafür. Und ich bin sicher, in 100, 200 oder 300 Jahren wird das in der Schule gelehrt. Da bin ich ganz sicher. Und wenn Menschen erkennen, dass sie Einfluss auf ihr Leben haben, wenn Menschen erkennen, dass sie ihr Leben Stück für Stück nach ihren eigenen Vorstellungen formen können, dann und erst dann beginnen Menschen, die volle Verantwortung zu übernehmen. Wenn du einmal erkannt hast, dass du dein Leben selbst formen kannst, so wie du es haben willst, dann kannst du nicht mehr zurück. Das verändert alles. Diese Gedanken, dieses Begreifen, dass du am Steuer deines Lebens sitzt, das verändert alles. Und das ist meine Aufgabe. Das ist meine Mission. Ich unterstütze so viele Menschen als möglich, ihren Verstand, ihre Fähigkeiten einzusetzen, um sich ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen zu erschaffen. Nicht nach den Vorstellungen anderer Menschen, nicht nach den Vorstellungen der Gesellschaft oder vom Chef. Nein, jeder Mensch ist in der Lage, sich sein eigenes Leben nach seinen eigenen Vorstellungen zu formen, zu erschaffen. Und ich unterstütze, inspiriere und motiviere so viele Menschen als möglich, sich selbst das Leben zu erschaffen, zu formen, von dem sie heute noch träumen. Und geht das von heute auf morgen? Nein, das ist ein Prozess. Es ist der Prozess persönlicher Entwicklung, der Menschen Stück für Stück von den Masken befreit, die uns Gesellschaft, Staat und Erziehung übergestülpt hat. Und dieser Prozess, der führt zu Freiheit. Das ist der Beginn eines selbstbestimmten Lebens. Wenn du einen Traum verwirklichen möchtest, wenn du selbstbestimmt dein Leben nach deinen Vorstellungen verändern möchtest oder neu erschaffen möchtest, dann lade ich dich ein, im Oktober auf die herrliche Sonneninsel Zypern zu kommen. Zu 4 lebensverändernden Tagen tiefgreifender Veränderung. Hier erdenken, erschaffen und planen wir deine Zukunft. Planen wir dein Leben nach allen Regeln der Kunst und wir bringen den bewussten Prozess des Erschaffens deiner neuen Lebensrealität in Gang. Wenn du 4 unvergessliche Tage voller Inspiration, Emotionen und Abenteuer erleben möchtest, wenn du dein Ziel, deinen Traum verwirklichen möchtest, wenn du dein Leben verändern möchtest, dann freue ich mich, dich persönlich kennenzulernen. Im Oktober hier auf der herrlich warmen Sonneninsel Zypern. Und wenn du spürst, dass das etwas für dich sein könnte, dann klicke einfach auf den Link oder den Button unter dem Video. Schau mal, wo du den Link findest. Ich weiß, nicht jeder hat die Möglichkeit, hier nach Zypern zu kommen. Und wenn du in deinem Leben gerade nicht die Möglichkeit hast, kann ich dir ein besonderes Programm empfehlen, ein Online-Programm. Ein Programm, mit dem du an deinem Computer, an deinem Laptop oder mit deinem Smartphone mithilfe eines speziellen 8-Wochen-Plans dein Leben neu erdenken, ordnen und neu erschaffen kannst. Und das ist der Plan für dein außergewöhnliches Leben. Und auch den Link für dieses außergewöhnliche Programm findest du unter dem Video. Wenn du magst, wenn gerade Veränderung in deinem Leben ansteht, wenn du einen Traum, einen Wunsch, ein Ziel in die Realität deines Lebens bringen möchtest, dann freue ich mich darauf, mit dir gemeinsam die Realität deines Lebens neu zu erdenken und den Prozess des bewussten Erschaffens von Realität in Gang zu bringen. Vielleicht persönlich hier auf der wunderschönen, herrlichen Sonneninsel Zypern oder online im Plan für dein außergewöhnliches Leben. Schau, wenn du magst, unter dem Video, wo du den Link oder den Button findest. Klicke auf den Link oder auf den Button, schau dir das an. Vielleicht ist es jetzt gerade genau das Richtige für dich. Herzliche Grüße von der herrlichen Sonneninsel Zypern. Tschüss, Marcel Megari.